Damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem neuen Video zum Train Simulator. Heute mit der Berliner S-Bahn. Wir sind heute auf der Stadtbahn V3.0 unterwegs, die Freeware-Karte, die man hier runterladen kann für den Train Simulator, wo man die Linie S5 fahren kann von Strausberg nach Spandau. Und das werden wir heute tun. Allerdings haben wir heute Schichtwechsel im Ostbahnhof. Dort werden wir vom Kollegen abgelöst und haben einen Feierabend. Aber wir starten hier natürlich in Strausberg. Deswegen werden wir das Ganze mal schildern hier. Und werden das Ganze hier mal jetzt richtig machen. Deswegen musste ich die alte Aufnahme entfernen, weil hier ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Und das kann man ja so nicht stehen lassen. Deswegen wollen wir schon richtig machen. So, S5 nach Spandau, so sieht's aus. Wie gesagt, Endhaltestelle heute ist ein Ostbahnhof. Und von daher würde ich mal sagen, springen wir direkt rein. Ihr seht, Track AR ist wieder mit dabei. Und diesmal sogar sind die richtigen Züge installiert. Sollte das vielleicht dann auch schon passen. So, können wir jetzt hier schon mal die Türen öffnen. So, dann hier schon mal die SIFA anschalten, die Instrumentenbeleuchtung. Abfertigung ist auch fertig. So, sieht alles ganz gut aus. Scheinwerfer noch an. Und dann sieht's doch perfekt aus. So, ihr seht, Fahrgäste steigen ein. Nein, das machen wir nicht. Ich wollte das hier, genau. So, genau. Ja, weil ich es natürlich so nicht stehen lassen konnte, muss ich das Ganze nochmal jetzt hier aufnehmen, nochmal verbessern. Wir fahren hier von Strausberg. Türen schließen müssen wir ja nicht. So, jetzt sind sie geschlossen auf jeden Fall. Ich werde hier die Ansagen noch separat noch mit einspielen. Ja, also nicht wundern, wenn ihr euch das hier runterladen solltet und bei euch keine Ansagen vorhanden sein sollten. Wie gesagt, das steuere ich hier mit meinem Stream Deck. Ja, da wird das Ganze dementsprechend noch alles eingespielt. Hab mir das alles soweit fertiggelegt. Und sobald ich hier einen Tastendruck mache, dann sagt er auch die Ansagen an. So, nächster Halt ist dann Petershagen. So, SIFA bestätigen. Wollen natürlich jetzt nicht schon die Zwangsbremse hier kassieren. Und dann geht's los. Ja, ihr habt mich darauf aufmerksam gemacht, dass da ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Die S3 nämlich, die ich nämlich zuvor geschildert hatte, die fährt nämlich nach Erkner. Hätte ich wissen müssen, weil ich ja damals ja in Köpenick gewohnt habe. Und somit war das alles ein bisschen wirrwarr hier. Ich habe mich da ein bisschen falsch belesen. Aber soll uns jetzt nicht stören, jetzt machen wir es ja richtig. Kann natürlich sein, dass ich in der nächsten Folge, ja, irgendwie was Falsches erzähle, von wegen irgendwas mit S3, denn ignoriert das bitte und behaltet einfach S5 im Kopf. Hier soll es wohl noch die S3 geben, muss ich mal gucken, ob die hier funktioniert. Es gibt wohl hier 64-Bit und 32-Bit Varianten im Aufgabenbereich, da muss man mal gucken. Oh. Da fahren wir zumindest von Ostbahnhof nach Erkner. Wie gesagt, ob die Aufgabe verfügbar ist, das muss ich erst nochmal vorher abklären, abchecken. Das ist ja immer so ein bisschen mit Freeware-Karten, ja doch ein bisschen, ne, wisst, was ich meine. Nächste Station, Petershagen Nord. So, Petershagen Nord, genau. So. Also hier merkt man es wirklich, ja. Also es ist schon heftig. So, Türen sind offen. Fahrgäste können einsteigen. So, jetzt können wir noch ein Bild machen, oder? Jetzt kriegen wir doch bestimmt ein schönes Bild hier hin. So. So, perfekt. Lassen wir es jetzt einsteigen. Ja, ich habe das hier unten relativ durchsichtig gemacht, ne, damit das Ganze nicht so wirklich nervt. Ja, nicht, dass ihr euch wundert, warum das so unleserlich ist.
Und abfahren. Los geht's. Westfalenring. So, Schranke signalisiert. Sie ist unten. So haben wir schön Mittagsfeierabend. Das ist ja auch nicht schlecht. Nächste Station, Friedersdorf. Ja, ruckel, ruckel. So, dann können wir mal rauslinsen, schauen, was hier so los ist. Relativ leer hier in Friedersdorf. Nachdem ich ja jetzt nochmal was neu installiert hatte, jetzt habe ich die BR481 Tradition wieder installiert, sollten jetzt womöglich auch die anderen Aufgaben funktionieren. Bin nur noch nicht dazu gekommen, das Ganze nochmal zu testen. Weil ich das für eine andere Aufgabe wieder brauchte. Türen schließen. Ja, die Installation, wie gesagt, die ist relativ einfach. Müsst halt, ich packe euch das Ganze, wie gesagt, in der Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr euch das dann zukünftig jetzt mal runterladen. Ich werde das Ganze jetzt immer so ein bisschen verlinken, auf welche Strecke wir sind und welchen Zug wir fahren. Das war eine Idee von Phasus, dass wir das Ganze vielleicht hier mit reinpacken. Finde ich gar nicht so verkehrt, die Idee. Weil schon öfters mal die Frage kommt, ja, welcher Zug ist das oder welche Strecke fahren wir denn hier aktuell? Wie gesagt, findet ihr dann ab sofort immer in der Videobeschreibung. Wie gesagt, zum Zug und natürlich zur Strecke. Und dort findet ihr halt, kommt ihr auf eine Website, wo ihr als erstes erstmal die Readme durchlesen solltet. Unbedingt wichtig, die Readme lesen. Denn dort findet ihr viele nochmal, viele extra Downloads, die ihr nochmal tätigen müsst. Und das ist wahrscheinlich das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt, die ganzen Downloads sich zusammenzusuchen. Aber wenn ihr das Ganze habt, dann geht die Installation eigentlich innerhalb von 5 bis 10 Minuten, ist von fertig und ihr könnt die Strecke schon bereits vollständig benutzen. Payware-Addons werden auch benötigt, ich glaube insgesamt 2 an der Zahl, aber das sind halt ältere Strecken, die man mittlerweile schon günstig kaufen kann. Jetzt gerade war ja wieder Steam Sale oder nicht Steam Sale auch, ja, war ja auch, aber jetzt war ja hier das Railroad Festival, da konnte man natürlich auch wieder viele, viele Strecken kostengünstig kaufen. Und wie gesagt, das sind halt schon etwas ältere Strecken. Nächste Station, Neuenhagen. Und wie gesagt, die benötigt ihr dann, wie gesagt, noch die extra Downloads. Das Ganze mit
den Utility Tools von Railworks installiert und dann passt das Ganze. Ich habe jetzt extra mir so ein Paket fertig gemacht, werde mir das jetzt ins WinRAR-Archiv packen und dann werde ich mir das dann irgendwo abspeichern. Weil das war wirklich das, was am meisten halt Zeit gekostet hat. Oh, hör doch auf zu ruckeln, ey. Also dieses Jahr kommt der neue CPU und dann sollte das Problem behoben sein hier. So, Türen auf. Fahrgäste können einsteigen. Ja, wie gesagt, und dann geht das eigentlich. So, ich würde sagen, so 20, 25 Minuten dauert das Ganze, so mit dem Runterladen und alles was. Das Einzige, ihr werdet in der README auf eine Seite verlinkt, ja, wo halt einfach, achso, hier ist auch schön. Das ist zum Beispiel hier bei der Tradition, dass die hier so einen Fehler drin hat in der Matrix da oben. Ah, naja. Da werdet ihr auf die Seite Railworks aus Austria geschickt, aber da steht nicht drin, was ihr da runterladen sollt. Ihr als kleinen Tipp, das sind Gleise, die ihr installieren müsst von Railworks. Das sind irgendwie Standardgleise vom Microsoft Train Simulator, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, richtig gelesen habe. Genau. Also falls ihr da auf der Suche seid, falls euch die Gleise nämlich fehlen, so wie bei mir am Anfang, dann wird es wahrscheinlich das sein. Das Paket ist auch irgendwie nur 8 MB groß oder sowas und hat halt ja, die Gleise hier drin, die wir jetzt aktuell hier sehen. Aber wenn man es dann weiß, dann geht die Installation eigentlich gut vonstatten. Ich werde das Paket mal Phasis mal zukommen lassen, dass er hier mal ein paar Szenarios erstellen kann oder sowas. Nächste Station, Hoppegarten. Vielleicht kann man sogar die Ansagen ja noch richtig mit einbauen, denn ins Szenario. Das wäre natürlich eine coole Sache. Das sind aber alles, ne? Das kann man dann halt nicht veröffentlichen. Also außer die normalen Aufgaben, klar, das geht, aber die Ansagen, die darf man halt leider nicht weitergeben. Hoppegarten. So, Türe auf. Wunderschön. Kollege fährt ab. Ja, ist ein. Oh, nee, jetzt doch nicht. Jetzt bleibt er doch stehen. Ah, okay. Das lässt erst die Fahrgäste aus. Interessant, interessant. Ja, wie gesagt, das macht schon Spaß. Also, wenn man mit der Berliner S-Bahn hier so schön rumcruisen kann, ist schon ziemlich cool gemacht. Ich muss auch sagen, dieses ganze Gesamtpaket, jetzt wo ich es ja jetzt komplett gesehen habe, ne, wie wir hier von ja, Strausberg nach Hoppegarten fahren, ist es schon wirklich extrem hübsch gebaut worden alles. Schade, dass das Projekt, glaube ich, eingestellt wurde. Denke mal, das wäre schon ziemlich cool gewesen, aber es ist halt ne, viel, viel Arbeit. Immer wenn man so Strecken baut und sowas, wisst ihr ja selber, wie es ist.
Nächste Station, Birkenstein. Wir sind zu früh gebremst hier. Ich habe schon wieder meine Tür offen gelassen, hier die ganze Zeit. Traumhaft. Traumhaft. Ja, aber wie gesagt, also ich finde, das ist auch ein schöner Wegbereiter, um einfach mal zu zeigen, wie das Addon vielleicht dieses Jahr aussieht, was eventuell erscheinen soll mit Berlin S-Bahn. Also wenn es kommt, keine Verschiebung oder sonstiges, ne, wäre das ein absoluter Traum. Vielleicht, wenn die B481 vielleicht noch mehr ausdetaillierter ist, zum Beispiel, dass wir hier zum Beispiel diesen ganzen richtigen Startvorgang haben, weil wir haben ja hinten noch mehr Knöpfe, die wir hier zum Beispiel starten müssen und alles was. Das wäre schon eine coole Sache. Und natürlich, was ich schon gelesen habe, viel gelesen habe, der Sound von der B481 soll wirklich fürchterlich sein. Also ich habe sie auch nicht so in Erinnerung. Der Anfahrtton, der kommt fast hin, aber so der Endton, wie sie dann so rumleilt und so, ne, das ist vielleicht nicht ganz so richtig. Aber ich bevorzuge lieber das als wie gar nichts, bevor es nachher gar keine Berliner S-Bahn gibt. Nehme ich das hier gerne in Kauf. Na, Schluss. Diese Ruckler immer. Nächste Station, Mahlsdorf. Übergang zum Regionalverkehr. Oh, ey. So. Können wir auch mal unsere Tür schließen hier. Wäre vielleicht mal ganz angebracht. Ja, Mahlsdorf. Hier, ne, Straßenbahn Forsthausen, wisst ihr Bescheid, ne, Lotus und so. Ist ja in Straßenbahn Forsthausen die Endhaltestelle, also in der alten Version. Das ist ein bisschen angelehnt hier, ne. Finde ich ziemlich cool. Schließt sich der Kreis so langsam wieder.
Türen schließen. So. Ding. Nächste Station, Kaulsdorf. Merkt jetzt auch, ne? Es wird jetzt alles ein bisschen dicht besiedelt da alles. Kommen jetzt halt ins Zentrum rein. Oh, halt doch an. So. Ja, war schon knapp. Der vordere Waggon hat schon nicht mehr gezählt. Naja. Fahrräder. So sieht's also aus. Also wie gesagt, ich muss sagen, es ist schon sehr detailreich hier alles. Wird bestimmt sehr gut, sehr, sehr gut. So Türchen müssen wir ja nicht, weil die Türen nicht aufgegangen sind. So, und ich sei in Wuhletal. Der Bahnhof ist hier sehr interessant. Ihr seht schon, hier teilt sich nämlich die S-Bahn nämlich mit der U-Bahn. Nämlich dem Bahnhof. Hier kann man halt direkt von der S-Bahn in die U-Bahn einsteigen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das die einzige Möglichkeit, wo es halt so geht. Also man kann natürlich überall umsteigen, ne? Aber das ist halt wirklich ein Bahnhof. Ja? Also wirklich kannst du einfach rüberlaufen zu U-Bahn und dann fährt die hier weiter. Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Wusste ich damals, wo ich bei der BVG war, war das sogar eine Frage gewesen. Im Einstellungsgespräch musstest du halt einen speziellen Bahnhof erwähnen, was so besonders an ihm ist. Und das ist, wie gesagt, dieser Bahnhof hier. Türen schließen.
Nächste Station, Biesdorf. So, Biesdorf. So, wie sieht es denn aus? Steht natürlich gut drinne. Kann man absolut nicht meckern. Naja, Berlin, das kann auch grün sein, ne? Ach. Wundervoll. Ja, hier sehen wir, ne, dass es irgendwie kein KI-Zug ist, sondern einfach nur, oder doch? Keine Ahnung, warum der da steht. Sechzig, jawohl. Also ich finde es gelungen. Wie gesagt, ich packe euch alles unten rein in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch das ja gerne selbst anschauen. Also das ist auf jeden Fall eine Strecke, die man sich absolut mal anschauen sollte. Ich glaube, die ist auch schon extrem lange, ich glaube, seit 2013 oder sowas. 2014. Nächste Station, Friedrichsfelde Ost. Übergang zu den S-Bahn-Linien 7 und 75. Ich war wieder 60, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, komm schon. So.
Schöne Geräusche, schöne Geräusche. So, Türschließen brauchen wir wieder nicht. Ist wieder nicht aufgegangen, die Tür vorne. So, Lichtenberg. Nächste Station, Lichtenberg. Übergang zur U-Bahn-Linie 5 und zum Regionalverkehr. Komm schon. Ich weiß nicht, das ist wie bei Omsi, ja? Als ob er dann diese Kachel lädt oder sowas und dementsprechend dann halt länger braucht. Na, haben wir es ja fast geschafft, sind wir fast in den Ostbahnhof angekommen. Dann passt das. Aber es ist cool umgesetzt. Muss ich sagen, wirklich, ist wirklich schön umgesetzt worden alles. Und dafür, dass es absolut kostenlos ist, großartig. Großartige Arbeit. Das muss ja auch ein Projekt sein, was wahrscheinlich Jahre dauert, um sowas halt umzusetzen. Das muss man mal auch mal sagen, ne? Also hier, was hier entstanden ist, ist eigentlich was total Tolles geworden. Und muss sagen, ärgert mich ein bisschen, dass ich mir nicht schon vorher angeguckt habe. Habe mich so mal ein bisschen mit der Installation mal ein bisschen schwer getan. Bin die Readme mal durchgelesen, dachte mir so, boah, nee, da habe ich keinen Bock drauf, das Ganze zu downloaden. Aber es geht halt nicht anders, ne? Du brauchst halt viel Content, ne? Du kannst halt ja nicht immer auf den Standard-Content zurückgreifen. Aber vielleicht hätte man es halt nur auf Payware-Basis irgendwie machen können, dass man zum Beispiel die Strecke braucht und fertig wäre es gewesen. Ja, das hat schon was mit dem Hintergrundlärm zu tun. Ja, wie gesagt, es wird Zeit, wird Zeit. Nächste Station, Nöldnerplatz. So, auch hier zum Beispiel das mit dem Gras hier, ne, auf den Gleisen. Sieht nicht wirklich sonderlich hübsch aus. Aber das sind halt kleine Sachen, die man hier vergessen hat noch zu machen. Ich weiß, also ich weiß auch nicht, ob die Karte überhaupt noch weiterentwickelt wird. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, sie wurde eingestellt. Weil das Projekt einfach zu groß ist. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, waren es ja bloß ein oder zwei gewesen, die an dieses Projekt hier gearbeitet haben. Also gerade so ein Ding hier auf die Beine zu stellen,
ist natürlich schon Wahnsinn. Ich glaube, Mumfi war es gewesen, der das Ganze hier begonnen hat mit der Stadtbahn. Nächste Station Ostkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 41, 42, 8, 85 und zum Regionalverkehr. Ach, Tür wieder vorne nicht aufgegangen. Schade. Ja, sonst gibt es ja eigentlich wahrscheinlich zu sagen. Ja, mal hier durch die B481 durch. Hier oben, wie gesagt, Ostbahnhof, Ostkreuz, Ostbahnhof, sage ich schon. Aber hier haben sie schon die neue Variante, ne? Ich kenne den ja noch damals, da war der uralt gewesen, da ging hier noch. Ach, glaube ich, jetzt sieht man es sogar noch, ne? War hier nicht die Kurve drin gewesen? Ah, keine Ahnung. Weil früher gingen die ja mal auch oben lang, Richtung Ostbahnhof. So, und dann haben wir gleich Feierabend in Ostbahnhof. Ja, dann geht es natürlich in der nächsten Folge dann weiter. Dann von Ostbahnhof dann Richtung Spandau raus. Ich weiß nicht, warum wir hier 40 fahren sollten. Wahrscheinlich deswegen, oder? Nee. Doch, deswegen wahrscheinlich. Nächste Station, Warschauer Straße. Übergang zur S-Bahn-Linie 9 und zu den U-Bahn-Linien 1 und 3. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport, please change here. So.
ordentlich gebaut hier. Alles komplett modernisiert. Wundervoll. Berlin ist die reinste Baustelle, wirklich. Nächste Station, Ostbahnhof. Übergang zum Regional- und Fernverkehr. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention, please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Genau. Und ihr könnt ja gerne in die Kommentare posten, wie ihr das Ganze hier findet. Habt ihr selbst Bock drauf bekommen und ihr wollt das Ganze jetzt selber testen? Schreibt es doch in die Kommentare. Wie findet ihr auch die ganze Umsetzung davon, dass es halt komplett Freeware ist, ja, und kein Payware oder sowas? Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare posten. Und wenn ihr so ein bisschen schreibfaul seid, dann lasst mindestens ein Like da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. In dem nächsten Part geht es dann weiter, dass wir dann von Ostbahnhof dann weiterfahren nach Spandau. Und dann werden wir uns nochmal Teltow-Stadt angucken. Denn da gibt es nämlich ja auch so eine kleine Aufgabe, die ich gerne nochmal zeigen möchte. Und ja, soweit erstmal so die nächste Aussicht für die nächsten Folgen hier im Train Simulator. Also wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt wieder einschalten. Und wie gesagt, das Gerucke leider mir nicht übel nehmen. Da weiß ich nicht, was das für ein Problem ist. Ja, ist wahrscheinlich schon so viel Content drauf. Und ja. Damit würde ich mich jetzt verabschieden. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht. Damit danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.